Da ist er. Boah, letzte Folge haben wir mal richtig den Hintern versohlt bekommen. Ja, ich hoffe, dass es jetzt langt, weil viel habe ich nicht mehr. Ich bin unwürdig. Na, das ist halt schon wieder. Das ist halt schon wieder scheiße. Geht fantastisch los, ey. Dieses Geplärre. Jetzt schon keinen Bock mehr. Konntest halt auch nicht mehr. Nee, ich stand halt dumm. Dieses Geflüster. Gib mir halt Helf. Scheißding, ey. Halt. Oh, das war doch. Mensch! Mal.
der eine Penner, der... Oh, das ist so gemein, ist das. Textlog. Das lese ich jetzt. Heilige Scheiße, also da geht's jetzt. Jetzt lass es doch mal. Ah, du blöde Drecks. Lang, also werde ich da lang gehen. Fuck, da ist er. Das Erforschen des Markers war jedes Leben wert, das wir verloren haben. Two-Face. Ich lasse nicht zu, dass sie das alles wegwerfen. Saustark. Danke, Isaac. Jetzt ist es an der Zeit zu sterben. Was? Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen. Die Schöpfer müssen absorbiert werden. Die Schöpfer? Meinten Sie mich? Aber Stross sagte, wir könnten den Marker zerstören. Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren. Ich habe ihnen vertraut. Ich pfeife auf sie und auf ihren Scheißmarker.
Level. Boah Mann, also da fahrt ihr mal ganz schön auf hier am Ende. Leute. Ganz im Ernst. Gut. Der letzte Kampf war gegen sich selbst. Okay, einfach Blei. Thank you.
Der lässt es jetzt über sich ergehen. Bastard, war das Ihr toller Plan? Mich absetzen und dann sterben? Ich stecke voll in deiner Idee. Ich hätte auch noch eine. Ich komme durchs Dach und hole sie. Schwingen Sie Ihren Arsch. Ellie, ist es zu spät. Weg von der Station. Nur schade, dass Sie diesmal nichts zu sagen haben. Aufpassen! Ja, jetzt hol mich raus. Ach komm, jetzt nochmal Action. Ach komm. Ach scheiße. Ach so ein... Ich will nicht noch so ein, sowas machen. Ich möchte sowas nicht machen. Ist gut jetzt. Bitte. Ah, da bin ich. Eben habe ich noch gedacht, da kommt eine Hand und ein Snake. Falsches Spiel, Junge. Ah, ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Ich glaub's nicht. Der Horror ist vorbei. Dang. Ja klar, dass sie danach noch einen dritten Teil machen mussten. Oh Mann. Also, zuallererst muss man Visceral natürlich danken für eine herausragende Fortsetzung. War super abwechslungsreich, gerade diese ganzen Bereiche, die Kirche, der Wohnbezirk, der Kindergarten, alles Mögliche. Also da war wirklich viel dabei, viel Abwechslung. Für mich waren ein bisschen zu viele Schockmomente. Diese, ja, die waren ein bisschen unnötig. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, ob es so viele im ersten Teil gab. Es ist halt schon ein bisschen her. Der erste ist ja von 2008 und da habe ich es auch gespielt. Der Teil hier ist von 2011 und da waren mir ein paar zu viele Instant-Schock-Momente mit dabei. Trotzdem, der Thrill funktioniert immer noch. Das Spiel sieht herausragend aus, macht es mit der Atmosphäre natürlich genial. Deshalb würde ich sagen, wer Titel nachholen möchte, setze ich Dead Space 1 und 2 ganz oben auf die Liste. Ist eben aus dieser großartigen Xbox 360 und PlayStation 3 Zeit. Und dass diese Zeit was Besonderes war, das sieht man halt gerade an, ja, dem aktuellen Games-Markt, wo viele dieser Titel einfach geremaked, geremastert werden. Wir hatten ja ein Dead Space Remake, was für mich eindeutig zu früh war. Gut, Resident Evil 2 Remake, also Resident Evil 2 ist 4, sorry. Resident Evil 2 ist von der PlayStation 1 ursprünglich, Resident Evil 4 von der PlayStation 2 bzw. GameCube kam es ja als allererstes raus. Aber da wird ja viel
viel nochmal recycelt, sage ich jetzt mal. Ich denke schon, dass Dead Space 1 das Remake fantastisch ist. Absolut keine Frage. Aber ob das jetzt wirklich, ob ich mir das geben muss, ich meine, das sieht ja noch krasser aus. Nee. Ich werde jetzt erstmal, denke ich, Abstand von Horrorspielen in der Richtung nehmen. Ich habe schon gemerkt, dass mir das, und das ist dann auch, ich habe einfach gemerkt, wie es mir nicht gut geht dabei, wie ich zwar das Spiel respektiere und ganz objektiv sagen muss, da ist nicht viel falsch dran, aber für mich persönlich ist es nicht das, wonach ich suche. Ich möchte Spaß haben. Ich will dann schon auch mal gefordert werden auf verschiedene Arten und Weisen. Ich meine, ich liebe Elden Ring, ich liebe Dark Souls. Aber mir haben auch zum Beispiel die Rätsel in, wo war es, Uncharted 3 haben mir super viel Spaß gemacht. In Tears of the Kingdom mit diversen Rätseln ist super. Aber dieser Horror-Thrill, wie gesagt, ich hatte ja auch schon mal überlegt, ob ich sage, okay, ziehst Resident Evil 2 das Remake nochmal durch, was ich ja selbst privat abgebrochen hatte. Jetzt in nächster Zeit brauche ich das nicht. Wo so, glaube ich, so der Max-Punkt ist, das war so für mich bei Bioshock, also Teil 1 und 2. Aber hier, ich finde, das ist wesentlich greifbarer, weil du halt weißt, dass es genauso passieren wird. Die fliegen jetzt auf, was weiß ich, zu welchem Planeten oder Mond und bringen so eine Statue mit zurück, so ein Gebilde und sagen, darum müssen wir unsere Religion bauen. Das läuft. Am Schluss werden wir von sowas überrannt. Das ist nicht cool einfach. Nee, das ist wirklich, also Visceral Games, die haben da wirklich gut abgeliefert. Die haben ja auch dieses Callisto-Protokoll gemacht, was ja eigentlich eine andere Story ist, aber von der Art und Weise ja genau das, was Dead Space verkörpert hat. Das können sie auch ganz gut. Ich habe es nicht gespielt. Habe ich halt auch nicht vor. Also jetzt, es ist zwar kein Remake oder sowas, aber es ist eben es nicht die Art von Spiel, die ich im Moment brauche. Also ganz, ganz und gar nicht. Nee. Kann ich nicht machen. Gut, das war jetzt noch ein bisschen Gelaber zum Schluss. Ich werde es jetzt noch kurz so laufen lassen. Vielleicht gibt es ja noch eine Endcredit-Szene. Die werde ich dann hier hinten ans Video dranhängen. Ansonsten sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, mich begleiten durch diese Horrorgeschichte. Ja. Als nächstes wird's, so wie es aussieht, den zweiten DLC von Bioshock Infinite geben. Den ersten DLC habe ich ja schon mal in einem Stream durchgespielt, kann man sich aber auch noch als VOD reinziehen. Und ich denke, das muss ich auch noch fertig kriegen. Gehört nämlich zum Thema Kill the Backlog. Seid doch da auch dabei mit einem Like und einem Abo. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Beendet. Es ist nichts übrig. Ich wiederhole, die Tarnstation ist vollständig zerstört. Und der Marker? Negativ. Hier hat nichts überlebt, Sir. Markerstätte 12 ist unwiderruflich verloren. Schande. Alle Flüge zur Basis zurückkehren. Die anderen werden die Trümmer einsammeln müssen.